Herzlich willkommen zurück. In den vorigen beiden Videos hast du den ersten und den zweiten Aspekt der Mitspielerrolle kennengelernt. Erstens, das natürliche Unsicherheitsgefühl. Wenn du einem Menschen dabei hilfst, sein Ziel zu erreichen und dich fragst, wie es der andere braucht und was ihm genau hilft und was nicht, dann fühlst du dich auf natürliche Weise unsicher. Zweitens, wenn du dich unsicher fühlst, hast du das natürliche Bedürfnis, Fragen zu stellen, um sicherer werden zu können. In diesem Video geht es jetzt um den dritten Aspekt der Mitspielerrolle. Und ich finde den am spannendsten. Weil nur der andere spüren oder wissen kann, was ihm hilft, kannst du dem anderen auch nur Angebote machen. So wie ich mit meinen Videos dir nur Angebote machen kann, egal wie ich hier drin auftrete. Sind alles nur Angebote. Und du, wenn du in der Mitspielerrolle bist, kannst du auch dem anderen nur Angebote machen. Du kannst niemals bestimmen, was der andere braucht und was ihm gut tut. Das kann ich ja bei dir auch nicht. Du kannst also nur Hilfe anbieten. Und dann bestimmt allein der andere, ob die Hilfe tatsächlich hilft und was zu seinem Ziel dazugehört und was nicht. Meine für mich hochspannenden Erkenntnisse dazu, die biete ich dir jetzt an. Wenn du einkaufen gehst und das Ziel hast, etwas zu kaufen, dann bist du in der Spielerrolle. Du hast ein Ziel. Nicht umsonst sagen die Geschäftsführerinnen, der Kunde ist König. Und in vielen Läden kannst du die Schilder finden, auf denen steht groß der Begriff Angebot. Die Läden bieten ihren Kundinnen ihr Sortiment an. Sie sind immer in der Mitspielerrolle für die Ziele ihrer Kundinnen. Hier ist das Anbieten also etwas vollkommen Selbstverständliches. Etwas schwieriger wird es schon, wenn wir uns in die Krankenhäuser und Kliniken begeben und dort einmal schauen, wie die Verhältnisse sind. Im vorigen Video hast du ja schon die Sichtweise kennengelernt, dass die Patientinnen das Ziel der Heilung verfolgen. Das heißt, die Ärztinnen, Therapeutinnen und Pflegerinnen sind bezogen auf das Heilungsziel der Patientinnen in der Mitspielerrolle. Und geben im optimalen Fall ihr Bestes, damit die Patientinnen ihr Ziel erreichen. Dementsprechend sind eigentlich alle Maßnahmen in der Klinik Angebote zur Heilung. Jedes Medikament, jede therapeutische Übung, alles, was den Patientinnen vom Klinikpersonal zur Verfügung gestellt wird, das sind alles Angebote an die Patientinnen. Deswegen entscheiden Patientinnen ja auch, ob sie diese Angebote annehmen oder nicht. Und man kann sich selbst aus diesem Krankenhaus oder aus einer Klinik entlassen. Also die Patientenrechte sind diesbezüglich Gott sei Dank gestärkt worden. Schauen wir mal auf ein Unternehmen. Dort befinden sich die Chefs in der Spielerrolle. Sie haben die Ziele vor Augen. Sie kennen die Unternehmensziele und verfolgen sie. Die Mitarbeiterinnen sind in der Mitspielerrolle. Und alle ihre Erledigungen und Arbeiten, die sie tun, sind demnach Angebote für das Unternehmen. Es sind Angebote dafür, dass das Unternehmen die angestrebten Ziele erreichen kann. Wenn wir auf diese Weise umdenken, ändern sich gleich die Rollenempfindungen. Geht dir das auch so? Wenn ich mir vorstelle, ich muss für ein Unternehmen arbeiten, dann fühle ich mich eher so. Wenn ich mir aber bewusst mache, dass meine Arbeit immer ein Angebot an das Unternehmen ist, damit das Unternehmen seine Ziele erreichen kann, dann fühle ich mich eher so. Also lächelnd. Geht's dir auch so? Wenn ja, dann lade ich dich ein, auf diese Weise umzudenken. Wenn wir nämlich auf diese Weise umdenken, dann gibt es etwas, was auf jeden Fall wegfällt. Herablassende Kritik. Wenn meine Arbeit
ein Angebot an die Chefs des Unternehmens ist, dann sind die Chefs frei zu sagen, vielen Dank für Ihr Angebot, das nehmen wir. Das hilft uns tatsächlich weiter, sehr gut. Dann freue ich mich. Oder sie sagen, vielen Dank für Ihr Angebot. Leider hilft das aber aktuell nicht bei unserem Ziel. Es würde uns viel mehr helfen, wenn Sie XYZ anbieten würden. Dann weiß ich Bescheid und kann mein Angebot entsprechend ändern und verbessern. Was in diesen Zusammenhang überhaupt nicht reinpasst, wäre folgende Aussage. Sie haben einen Fehler gemacht, das war jetzt gar nicht gut. Machen Sie bitte bessere Angebote. Stell dir mal vor, du gehst zum Einkaufen in einen Laden und findest einen Tisch, auf dem verschiedene Produkte angeboten werden. Du findest dort aber nicht, was du suchst. Und nun gehst du zum Ladeninhaber und sagst, Sie haben einen Fehler gemacht. Das war nicht gut, dass Sie mir nur diese Produkte angeboten haben. Das hilft mir absolut nicht weiter. Machen Sie bitte bessere Angebote. Du merkst, wie unstimmig sich sowas anfühlt. Genauso wäre auch im Unternehmen die Kritik unstimmig, wenn wir unsere Arbeit als Angebot an das Unternehmen umdeuten. Das Unternehmen kann dann unsere Angebote annehmen oder ablehnen und sich bessere Angebote wünschen. Dabei sind wir als Mitarbeiter viel motivierter, bessere Angebote zur Verfügung zu stellen, bis das Unternehmen mit Begeisterung reagiert und sagt, ja, genau so haben wir uns das vorgestellt. Das hilft uns wirklich weiter. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und das Tolle ist, dass diese begeisterte Annahme unseres Angebots in uns gleichzeitig ein Gefühl der Anerkennung und Wertschätzung auslöst. Wir benötigen jetzt keine extra Wertschätzung mehr oder kein besonderes Lob. Das haben Sie aber gut gemacht. Vielen Dank. Das ist jetzt alles nicht mehr nötig. Es reicht, wenn das Unternehmen sich über unsere Angebote freut und es für die Unternehmensziele als absolut sinnvoll und wichtig empfindet. Wie würde eine so kleine Umdeutung der Arbeit eines Angestellten die komplette Arbeitsatmosphäre verändern? Wie würden sich die Angestellten alle fühlen, wenn ihre Arbeit als Angebot gewürdigt werden würde? Stell dir das einmal vor. Vielleicht spürst du sogar, dass du dann auch noch zusätzlich Spaß und Freude daran hast, dem Unternehmen mehr Angebote zu machen. Zum Beispiel, dass du Verbesserungsvorschläge bei den Arbeitsabläufen oder bei anderen Arbeitsbedingungen anbietest. Weil du ja auch als Mitarbeiter genau sehen kannst, wo was gut funktioniert, wo was noch besser gehen könnte, wo was nicht so gut funktioniert und du denkst ja auch mit. Du hast ja auch Ideen. Und jetzt kannst du diese Ideen nehmen und dem Unternehmen anbieten. Falls du in einem Unternehmen arbeitest, lade ich dich dazu ein, jegliche Arbeit von Angestellten als Angebote von Angestellten an das Unternehmen umzudeuten. Und dann beobachte, was sich in euren Rollenempfindungen innerhalb des Unternehmens verändert. Jetzt wird es noch brisanter. Stell dir mal vor, du sitzt im Restaurant und bittest um die Speisekarte. Aber statt dir die Speisekarte zu bringen, geht die Kellnerin schnurstracks in die Küche, kommt wieder zurück und stellt dir ein fertiges Essen vor die Nase. Sie sagt, das willst du heute essen. Das schmeckt dir. Außerdem ist es sehr gesund und tut dir gut. Du merkst, dass diese Szene wirklich außergewöhnlich seltsam ist. So etwas hast du bestimmt noch nie erlebt. Bei diesem Beispiel merkst du sofort, wie unstimmig sich das anfühlt. Denn im Restaurant möchtest du selbst entscheiden, was du von den Angeboten auf der Speisekarte essen willst. Aber es gibt tatsächlich einige Lebensbereiche in unserem Alltag, da passiert genau das. Zuerst zeige ich dir mal mit Hilfe meines Neuresonanzmodells, was hier überhaupt passiert. Du bist zuerst in der Spielerrolle, du hast ein Ziel und entscheidest selbst, was zu diesem Ziel dazugehört. Das sind die Pfeile hier in die Richtung Ziel. Oder was nicht dazugehört. Und nun kommt ein anderer Mensch
und sagt dir, was du für ein Ziel haben sollst. Das ist der andere Mensch und er stülpt dir sein Ziel über. Damit verfolgt er selbst ein Ziel, nämlich dich zu überreden. Und hier ist witzigerweise dieser Begriff überreden bildlich auch dargestellt. Also das Ziel ist überbildet, übergebildet, drüber gestülpt. Wenn du nun von deinem eigenen Ziel loslässt und bei dem Ziel des anderen mitmachst, also hier loslässt und hier mitmachst und darüber rutscht, dann bist du in die Mitspielerrolle gewechselt. Wenn du das Essen im Restaurant, das dir die Kellnerin einfach gebracht hat, tatsächlich auch isst, bist du in der Mitspielerrolle. Wenn du aber sagst, vielen Dank für Ihr Angebot, ich möchte lieber erst die Karte anschauen und dann auch selbst wählen, was ich esse, dann bist du wieder in der Spielerrolle. Als Erwachsene machen wir gegenüber unseren Kindern manchmal nichts anderes als diese Kellnerin. Wir geben den Kindern vor, welche Ziele sie haben sollen, zum Beispiel mit Hilfe der Schulpflicht. Die Kinder rutschen aus der Spielerrolle in die Mitspielerrolle. Sie können nicht in der Spielerrolle sagen, vielen Dank für euer Angebot, ich möchte lieber erst selbst schauen, was man alles lernen kann und dann auch selbst entscheiden, was ich lerne. Beim Laufen lernen und beim Sprechen lernen macht es das Kind automatisch. Auch beim Spielen beginnt es, viele verschiedene Dinge selbst zu entdecken und selbstständig zu lernen. Aber dieser natürliche Automatismus wird von uns Erwachsenen unterbrochen, indem wir irgendwann den Kindern vorgeben, was sie zu lernen haben. Sie werden dadurch in die Mitspielerrolle gezwungen. Natürlich geht es in einigen Alltagssituationen nicht anders. Die Eltern müssen den Kindern oft bestimmte Ziele vorgeben, damit wichtige, überlebensnotwendige Alltagsabläufe gut funktionieren. Das ist auch ganz logisch. Aber dabei wird meistens verkehrt kommuniziert. Es wird gesagt, du sollst jetzt das Ziel verfolgen. Du sollst das Ziel verfolgen, lesen und schreiben zu lernen zum Beispiel. Es wird nicht gesagt, wir haben selber das Ziel, dass du jetzt lesen und schreiben lernst. Und deshalb geben wir dir jetzt die Mitspielerrolle. Das Letztere ist aber genau das, was passiert. Es wäre also ehrlich und vor allem klar, wenn die Erwachsenen ihre eigenen Ziele transparent formulieren. Und je klarer sie das kommunizieren, umso klarer lernt das Kind von Anfang an, wann es in der Spielerrolle eigenen Zielen folgt und wann es in der Mitspielerrolle den Zielen anderer Menschen zur Verfügung steht. Durch das Lernen dieser klaren Unterscheidung kann das Kind später im Leben auch leichter die Rollen erkennen, die Rollen wechseln und letztendlich selbst entscheiden, in welcher Rolle es sein möchte. Und wenn es das entscheiden kann, dann kann es auch bewusst die drei Aspekte der Mitspielerrolle leben. Erstens, das Kind ist sich der natürlichen Unsicherheit der Mitspielerrolle bewusst. Zweitens, es ist sich bewusst, dass aus dieser Unsicherheit heraus das Bedürfnis hat, Fragen zu stellen. Und drittens ist es sich bewusst, dass es innerhalb der Mitspielerrolle den anderen Menschen mit ihren Zielen immer nur Angebote macht. Wenn wir diese Zusammenhänge noch weiter konsequent durchdenken, dann kommen wir zum logischen Schluss, dass das Kind alles das, was es für die Schule tut, tatsächlich für die Schule tut, also in der Mitspielerrolle, als Angebot für die Schule, als Angebot für die Lehrerinnen, für den Staat mit seiner Schulpflicht. Eltern, Lehrerinnen, das Schulsystem und der Staat wollen, dass das Kind etwas lernt, natürlich mit positiver Absicht. Das ist natürlich auch was Schönes. Trotzdem ist das eine klare Rollenverteilung. Und das Kind bietet seine Lernleistungen den Erwachsenen an. Die Erwachsenen bewerten mit Hilfe von Schulnoten, was sie von den Angeboten des Kindes halten.
So ist unsere heutige Situation aus der Sicht des Neuresonanzmodells beschrieben. Und nun können wir auch vergleichen, wie die Situation wäre, wenn wir einmal gedanklich einen Rollentausch vollziehen. Wenn wir uns vorstellen, dass die Kinder das Ziel haben, etwas zu lernen. Sie sind in der Spielerrolle und die Schule steht den Kindern in der Mitspielerrolle zur Verfügung und macht ihnen Angebote. Die Kinder entscheiden dann, was sie von den Angeboten der Schule brauchen und was nicht. Das fühlt sich anders an, oder? Solche Schulkonzepte gibt es übrigens bereits. Ein Vorreiter ist die Evangelische Schule Berlin Zentrum. Die Schülerinnen dieser Schule treten grundsätzlich viel klarer, selbstsicherer, selbstständiger auf, als man es von Schülerinnen anderer Schulen gewohnt ist. Sie haben innerhalb der Schule eben viel öfter die klare Spielerrolle trainiert, anstatt die Mitspielerrolle mit dem natürlichen Unsicherheitsgefühl trainiert. Das aktuelle Schulsystem muss nicht über den Haufen geworfen werden. Es kann zum Beispiel ein sehr guter Anfang sein, wenn die Erwachsenen offen die Rollenverteilung kommunizieren und die Kinder diese Rollenzuweisungen von Spielerrolle und Mitspielerrolle bewusst nachvollziehen können. Und es kann ein Anfang sein, innerhalb der aktuellen Schulpflicht verstärkt nach den Lücken zu suchen, in denen die Kinder in die Spielerrolle wechseln können, um eigenen Zielen zu folgen und selbst zu bestimmen. Am Schluss fasse ich die vorigen beiden Videos und dieses Video noch einmal zusammen und übertrage es auf deinen Alltag. Bist du Schülerin und musst den Zielen der Lehrer folgen, dann ist es normal, dass du dich unsicher fühlst, am liebsten viele Fragen stellen möchtest und deine Antworten gegenüber den Lehrern immer Angebote sind. Bist du Therapeut, dann ist es normal, wenn du dich gegenüber deinen Klienten unsicher fühlst, viele Fragen stellst und Angebote machst. Würdest du deinen Klienten sagen, was sie tun sollen, dann wirkst du grenzüberschreitend. Sind deine Klienten so etwas gewohnt und halten sich schon immer in ihrem Leben in der Mitspielerrolle auf, dann fällt deine Grenzüberschreitung niemandem auf, aber es bleibt trotzdem eine. Und du bedienst damit das Verhaltensmuster deiner Klienten, Verantwortung abzugeben. In der echten, wirklich helfenden Mitspielerrolle fühlst du dich als Therapeut immer unsicher, hast viele Fragen und machst deinem Gegenüber reine Angebote. Wenn du als Eltern deinem Kind helfen willst, ist es normal, wenn du dich als Eltern unsicher fühlst, deinem Kind Fragen stellst und Angebote machst. Dein Kind entscheidet dann, was ihm hilft und was nicht. Hast du eigene Ziele und wechselst in die Spielerrolle, wird also dein Kind zum Mitspieler, dann fühlt dein Kind sich auf natürliche Weise unsicher. Es hat das Bedürfnis, Fragen zu stellen und probiert aus, wie es helfen kann. Dabei beobachtet es auch immer, ob es das noch richtig macht. Und alles, was es tut, sind Angebote. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, dass dein Kind gar nicht mitmacht. Aber das ist ein anderes Thema, um das ich mich dann später kümmere. In diesem Video geht es nur um die Gefühle innerhalb der Mitspielerrolle. Bist du eine Mitarbeiterin in einer Firma, dann ist es vollkommen normal, wenn du dich immer wieder unsicher dabei fühlst, wie das Ziel genau ist. Du möchtest am liebsten freundlich geführt werden. Du würdest gerne in deinen unsicheren Momenten jemanden haben, den du fragen kannst, wie es denn richtig sein soll. Außerdem stellst du dir immer die Frage, wie wohl die Chefebene über dich denkt und ob man zufrieden mit deiner Arbeit ist. Deine Arbeit betrachtest du als Angebote an die Firma und du überlässt es deinen Chefs, darüber freundlich zu bewerten und zu entscheiden. So kannst du dich in der Firma wohlfühlen. Voraussetzung deines Wohlgefühls ist natürlich, dass du freundliche Chefs hast, damit du dich in der Mitspielerrolle mit deiner Unsicherheit auch wirklich wohlfühlst, muss derjenige, dem du hilfst, also der Spieler, der Chef, also derjenige, der das Ziel hat, auch freundlich und offen sein. Im Grunde ist das sogar ein vierter Aspekt in der Mitspielerrolle. Stellst du dich jemand anderem zur Verfügung, dann hängen deine Gefühle zum großen Teil von der Stimmung und vom Umgangston der Person ab,
der du mit deiner Hilfe zur Verfügung stehst. Du bist auf der Gefühlsebene sozusagen mit dem anderen verkoppelt. Sobald der andere Stress macht, das sieht dann so aus, fühlst du den Stress auch selbst. Auch das ist vollkommen normal und es ist das Thema eines der nächsten Installationsvideos. Im nächsten Video erkläre ich, was du brauchst und worum du dich selbst kümmern musst, damit du dich in der Mitspielerrolle auch gut fühlen kannst. Auch wenn du eine natürliche Unsicherheit spürst, das Bedürfnis hast, Nachfragen zu stellen und dem anderen nur Angebote für sein Ziel machst. Mit diesen natürlichen Begebenheiten kann man sich nämlich auch pudelwohl fühlen. Ich fühle mich hier unsicher, weil ich immer noch nicht weiß und werde das auch nie wissen, ob meine Erkenntnisse dir wirklich bei deinen Zielen weiterhelfen. Fragen kann ich dich leider auf diese Weise nicht. Und so sind meine Videos ganz unsichere Angebote an dich. Nur du alleine kannst entscheiden, ob dir das, was ich dir hier erzähle, für deine Ziele und für dein Leben weiterhilft. Aber ich kenne diese Zusammenhänge und fühle mich daher mit meiner Unsicherheit pudelwohl. Denn ich weiß auch, wenn ich mich wieder klar fühlen und sicher fühlen will, dann brauche ich nur wieder in die Spielerrolle zu wechseln und ich frage mich, was ich in dieser Situation will, wie meine eigenen Ziele sind und schon fühle ich mich wieder klar und bin sogar begeistert über meine Ziele. Vielleicht sehen wir uns im nächsten Video wieder. Dieser Satz eben war jetzt aus meiner Mitspielerrolle heraus eine unsichere Frage mit einem Angebot an dich verknüpft. Das Angebot, dir das nächste Installationsvideo auch anzuschauen. Ob mein Angebot zu deinem aktuellen Ziel passt, weißt nur du. Also bis dann.